Boa noite. Vamos hoje debruçar-nos sobre uma das muitas histórias que ligaram o destino de Portugal à Guerra Civil de Espanha. É a história de Fritz Teppich, judeu-alemão, emigrado, primeiro socialista, depois comunista, combatente do exército republicano, mais tarde refugiado em Portugal, preso no Aljube e regressado à Alemanha depois da derrota do nazismo. A história mais completa de Fritz Teppich encontra-se num livro que em português se chamaria O Escuteiro Vermelho, um livro de memórias do nosso biografado hoje. Os capítulos que dizem respeito a Portugal foram traduzidos e publicados entre nós em 1999 com o título Um Refugiado na Ericeira. Para nos falar dessas histórias, ninguém melhor do que Thomas Behrens, documentarista e pode dizer-se também biógrafo de Fritz Teppich. Antes de o ouvirmos, vamos ouvir um depoimento do próprio Fritz Teppich que foi gravado há alguns anos para a RTP. Meu nome é Fritz Teppich, fui nascido no novembro de 1918 em Berlim. Sou filho de uma família judeia-alemã que vive há centenas de anos na Alemanha, mas quando o nazi chegaram ao poder, tinha que emigrar para a França e tinha que fugir muitas vezes. Finalmente, do sul da França, quando nos queriam deportar, estava numa companhia de trabalhadores, queriam deportar-nos para Auschwitz, fugir, e fui com muitas dificuldades a Portugal. Vivia ilegalmente em Lisboa, ajudado pela comunidade israelita de Lisboa, e finalmente, depois de um mês, fui arrestado, nos metiam na cadeia do Aljube. Aí estive alguns meses, aprendi o português, melhor que hoje, e tenho esquecido muito. E depois de Aljube, fomos aqui na Ericeira, em residência fixa, e estivemos aqui 2 anos e meio. Depois eu pedia de voltar para a Alemanha, não nos deixaram, os americanos faziam dificuldades, mas finalmente fomos para Berlim no outono, no agosto do ano 1946. Thomas Behrens, Fritz Teppich hat Ihnen 2 Bilder geschenkt über diesen Abschnitt seines Lebens, in Ericeira. Diese beiden Fotos, die ich mitgebracht habe, zeigen ihn und seine damalige Freundin Selma Oppenheimer in Ericeira, dort im Park, im Zentrum. Und dann gibt es noch ein Bild von ihm, wie er dort mit ihr tanzt unter freiem Himmel. Und man sieht auch auf diesem Bild einen kleinen Plattenspieler, der damals wohl manuell betrieben wurde. Das sieht alles sehr idyllisch aus, aber Fritz Teppich musste hier in Portugal seine Geschichte in Spanien verheimlichen. Ja. Warum war das? In erster Linie wollte er natürlich seine Familie nicht gefährden. Also seine Familie, wusste er zu dem Zeitpunkt schon, war im KZ interniert in Holland. Und wenn er sich jetzt also in Portugal als Spanienkämpfer zu erkennen gegeben hätte, dann hätte das mitunter bedeutet, dass seine Familie, dass die Gestapo davon erfahren hätte und seine Familie vielleicht Schwierigkeiten bekommen hätte. Und deswegen hat er es vorgezogen, also sich nicht zu erkennen zu geben als Spanienkämpfer. Er wollte ja auch in Kontakt treten mit seiner Familie und wissen, wie es ihnen geht. Also das war einer der Hauptgründe dafür, dass er... Konnte er sich mit seiner Familie austauschen während seines Aufenthalts in Portugal? Ja, er hat ja unter falschem Namen in Portugal gelebt zunächst. Und zwar unter dem Namen Miguel Vieira Machado. Und unter diesem Namen hat er seiner Familie Postkarten geschickt und sogar auch Lebensmittel. Hätte er sich auch selber gefährdet, wenn er seine Geschichte in Spanien erzählt hätte?
Ich glaube schon. Wie waren die Spanienkämpfer damals in Portugal behandelt? Ja, also man musste davon ausgehen, dass man auf jeden Fall von der PIDE überwacht. Also die PIDE zu dem Zeitpunkt hieß noch anders, glaube ich. Aber man musste davon ausgehen, dass sie überwacht worden wären. Denn Portugal war ja mit seinem Regime verbündet mit dem Franco-Regime. Und insofern war es sicherlich keine gute Idee, sich als Spanienkämpfer erkennen zu geben in der Zeit. Und Fritz Teppich war ja nun Jude und Spanienkämpfer. Und er konnte also, er hatte sozusagen eine Wahl zu treffen in Lissabon. Er konnte sich bei der jüdischen Gemeinde melden. Und insofern, also, weil es gab zwar, es war zwar ein faschistisches Regime in Portugal, aber es gab nicht die Judenverfolgung wie in Deutschland. Das heißt also, er war sicherer, wenn er sich als Jude zu erkennen gab, denn als Spanienkämpfer. Wo war er, als der Bürgerkrieg in Spanien ausbrach? Als der Bürgerkrieg ausbrach, befand er sich in Belgien. Und zwar seit 1935 lebte er in Brüssel. Und weil er Koch gelernt hat, er war Koch von Beruf und hatte nun eine neue Stelle gefunden in den Ardennen, im Ardennengebirge. Und dort hörte er eben am 17. Juli 1936, dass es einen faschistischen Putsch gab. Und er meldete sich daraufhin freiwillig. Also am 19. Juli. Ne? Am 19. Juli. Ja. Und er meldete sich dann freiwillig. Also er ging auf eigene Faust sozusagen nach Spanien, wobei er ein Visum erstmal für Frankreich brauchte. Und dieses Visum bekam er, weil er zum Konsulat ging und sagte, er wollte seine Fähigkeiten als Koch in Frankreich verbessern oder verfeinern. Das war nur ein Vorwand. Das war ein Vorwand natürlich, ja. Und so gelangte er nach Spanien. Und wie alt war der Freiwillige? Er war damals 17 Jahre. Er wurde im November 1936 dann 18. Vamos refazer o percurso de Fritz Teppich na Guerra de Espanha e revisitar os locais onde ele combateu. Aí estão as imagens. Setembro de 1936. Fritz Teppich chega à Espanha e oferece-se como voluntário para defender a República. Em novembro, é colocado no País Basco, num batalhão da Juventude Socialista Unificada. San Sebastián caiu, entretanto, nas mãos dos franquistas. Para impedir que se repita o desaire, dinamitam-se pontes e organiza-se a defesa das principais cidades. Bilbao é o maior centro industrial basco. À sua volta, cavam-se trincheiras. Constrói-se uma sólida linha de defesa. Bilbao confia na sua cintura de ferro. Fritz Teppich é colocado no sul da cidade. Organiza fortificações e tem a seu cargo uma peça antiaérea. Mas Madrid é agora a prioridade do exército franquista. O general Mola desvia as suas tropas do norte para a ofensiva sobre a capital. Os inimigos da República convergem de todos os lados sobre Madrid.